Hallo, hier ist Konstanze von koniber.de. Ja, willkommen zu einem neuen Video von mir in der Fotoalbenreihe. Und ich habe mir überlegt, dass ich euch in dem heutigen Video die schnellste und einfachste Methode zeige, wie ihr Fotoalben machen könnt. Ihr werdet hier immer eine Menge Inspiration sicherlich finden, wenn die Serie weitergeht. Aber ich habe gedacht, es mit dem einfachsten System anzufangen, kann sicherlich nicht schaden, um erstmal reinzukommen in das Thema. Dafür benötigt ihr im Grunde nicht viel. Es gibt solch kleine Hüllen hier in unterschiedlichen Aussparungen. Da drin sind so Täschchen praktisch, hier sind so Nähte drin. Da könnt ihr Karten und Fotos reinschieben. Und die gibt es in, wie gesagt, unterschiedlichen Formaten. Hier passt ein 10x15 Foto rein und jeweils zwei halbe 10x15 Bilder, wenn ihr so wollt. Das Ganze gibt es dann einmal mit oben, einmal mit unten. Hier habt ihr vier kleine Abteile oder entsprechend auch zwei große. Und wenn ihr mögt, ganze Seiten. Es ist so, dass ihr diese Hüllen im Paket bei Stampin' Up kaufen könnt. Da sind dann 12 Hüllen drin. Und ich finde, mit 12 Hüllen kann man schon mal so ein bisschen antesten. Das ist also auch keine riesige Investition. Dazu gibt es natürlich auch ein Album, aber zum Austesten, glaube ich, kann man auch erstmal nur die Hüllen kaufen. Außerdem braucht ihr diese Kärtchen. Das hier sind jetzt die Kartenerinnerungen und mehr aufmerksam durch die Natur. Ich liebe die neue Produktreihe einfach mit ihren wunderschönen Farben. Und insofern habe ich mir überlegt, ich möchte heute mit diesen Kärtchen hier meine Seite gestalten. Ihr seht, damit kann man halt auch Karten machen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber eben, sie sind auch perfekt geeignet für Fotoalben. Making Memories, dann sind wir da schon mehr im Fotoalbenbereich. Und ihr bekommt hier diverse von den großen Kärtchen. Die sind halt 6x4 Inch. Das ist ungefähr unser Format 10x15. Von daher könnt ihr das auch nutzen für eure Fotos. Und da bekommt ihr dann immer jeweils zwei von doppelseitig. Und ihr habt noch zusätzlich, darunter versteckt, kleine Kärtchen, die sind dann halt in 3x4 Inch, also ungefähr 7,5x10 cm. Und auch die sind doppelseitig bedruckt. Ich gehe jetzt nur einmal ganz schnell durch. Ich brauche nicht immer die zweite Seite zeigen, die ist ja identisch. Einfach, dass man mal so einen kleinen Überblick bekommt davon. Manche haben einen Spruch, viele nicht. Es gibt sie aktuell leider nur in Englisch. Ich weiß nicht, ob sich das jemals ändern wird. Ich würde da nicht unbedingt von ausgehen, aber das ist letztendlich gar nicht so wild, weil ihr immer eine Rückseite habt, die ohne Spruch ist. Und insofern könnt ihr da dann eure eigenen Sprüche drauf machen. Außerdem braucht ihr natürlich Fotos und einen Stift. Also der Stift ist jetzt nicht von Stampin' Up, aber das ist der Stift, mit dem ich gerne in meinen Fotoalben schreibe. Letztendlich braucht ihr dafür einen lichtechten am besten und säurefreien Stift, der halt eure Fotos nicht angreift oder so. Aber vor allem einen Stift, mit dem ihr dann gerne schreibt. Außerdem habe ich mir hier Fotos ausgedruckt. Ihr seht, ich habe hier mir Bilder ausgedruckt von einem Trip, den ich letztes Jahr im Sommer gemacht habe, zusammen mit befreundeten Kolleginnen von Stampin' Up in den USA, als ich in Utah war. Wir sind zusammen auf eine ATV-Tour gegangen, also mit diesen ATVs unterwegs gewesen. Das ist unsere kleine Truppe, schon verbarrikadiert, und wir waren wirklich in absolut wunderschöner Landschaft unterwegs. Und ich habe mir gedacht, diese Fotos passen vom Stil her so ein bisschen zu dem, was in der Serie hier drin ist. Und deshalb nutze ich die. Von den Hüllen her habe ich natürlich auch überlegt, welche ich nutze. Und da ich eine gute Mischung habe aus großen und kleineren Fotos, habe ich mir überlegt, dass ich auch die Mischung hier nehme, nämlich für große und kleine Bilder und um so ein bisschen Abwechslung zu schaffen,
einmal das große Foto unten, einmal das große Foto oben. Mein Plan ist jetzt, dass ich nicht nur die Doppelseite gestalte, sondern auch diese beiden Seiten jeweils. Denn so kann ich das komplett ins Album packen, und denn ich habe ja ein paar mehr Fotos. Und vor allem so als Hinweis noch, diese Hüllen passen dann auch in große Alben nachher rein. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, dass das in ein Album rund um Urlaub oder so soll, dann könnte ich diese Seiten auch einfach mit in ein großes Album packen. Oder manchmal nutze ich das zum Beispiel auch, um zusätzliche Fotos zu ergänzen. Aber wie gesagt, heute soll es erstmal darum gehen, wie gehe ich das Ganze an. Es ist so, dass ich noch nicht mal weiß, ob ich alle Fotos nehme, aber mir erstmal so ein bisschen überlege, wo könnten meine Fotos hinkommen, und mir überlegt habe, das ist so ein bisschen die Landschaft, in der wir unterwegs waren, das passt ganz gut, und von daher wäre das ein guter Einstieg in das Thema, und das packe ich mir dann nach oben. Und ich fange immer erstmal damit an, die Fotos reinzupacken, weil die Fotos sind das Wichtige, und dementsprechend fange ich damit an. Und dann hier auch unseren ATV, ich weiß gar nicht, wie heißen die auf Deutsch, das sind so Gelände Motorräder, Quads, ich glaube, Quad ist das, könnte der richtige Begriff sein. Das wäre ganz gut. Hier würde ich mir gerne Platz lassen, um einen Titel zu machen oder schon ein bisschen zu schreiben, was wir da gemacht haben, oder ich vielmehr. Dann geht es hier auf der anderen Seite weiter. Hier unten, dann könnte ich so ein Foto von dieser absolut coolen Landschaft zeigen. Oder aber ebenfalls eine coole Landschaft, diese Schlucht im Hintergrund, wo einige dann tatsächlich sogar runtergefahren sind in ihren Quads und Geländewagen. Da wird einem manchmal ein bisschen anders. Aber natürlich sollen jetzt hier auch noch kleine Fotos rein. Und da dann auf jeden Fall auch das Bild von den Mädels, mit denen ich unterwegs war. Ich glaube, ich packe die beide rein. Das wäre noch ein gutes Abschlussbild. Und noch einmal Landschaft. Oder, nein, ich ändere das nochmal, weil ich möchte immer so ein bisschen ausgeglichen haben. Landschaft und Menschen. Oder ja, das Drumherum. Denn die Landschaft ist natürlich schön zu sehen, aber es war natürlich vor allem auch ein cooler Trip mit den Mädels. Und dann könnte ich hier noch dieses Foto nehmen. Das war halt, ich habe hinter dieser Kollegin hier gesessen und vor uns fuhren die beiden anderen. Und ich war so dankbar, dass sie gefahren ist, weil mir liegt das gar nicht. Aber man musste sich auch wirklich gut festhalten. Und das war der Blick, den ich gute 2,5 Stunden hatte, wenn wir nicht gerade angehalten haben, um zu gucken. Und ja, war wie gesagt eine coole Sache. Das gefällt mir erstmal so. Das Schöne ist, es ist nichts in Stein gemeißelt. Und ihr braucht wirklich keine Schere. Ihr braucht kein, außer wenn ihr vielleicht eure Fotos noch zurechtschneiden müsst. Ihr braucht keinen Kleber, wenn ihr nicht wollt. Und ihr könnt die Fotos dann einfach so zack hier reinschieben. Und das reicht völlig. Wenn ihr das nochmal ändern wollt oder ein Foto austauschen wollt, ist das überhaupt gar kein Problem, weil sie ja nicht befestigt sind. Wer sich nachher sicherer fühlt, kann das Ganze natürlich dann auch zusammenkleben. Aber das ist gar nicht nötig. Meiner Erfahrung nach ist es so, wenn das Ganze im Album eine Zeit lang liegt, dann ist es oft so, dass die dass das gut hält, einfach weil es dann mit ein bisschen Gewicht, je voller das Album ist, umso besser hält das Ganze nachher. Hier nochmal, ich weiß gar nicht, welches ich schöner finde. Ich finde beide ziemlich cool. Aber ich packe die jetzt einfach mal rein. Oftmals, als Tipp vielleicht auch, ist es etwas, wo man nicht ewig überlegen sollte. Wenn ihr das nebenbei macht, also was weiß ich, während ihr gerade fernseht oder irgendwie was anderes, ein Hörbuch hört oder so, seid ihr ein bisschen abgelenkt, und das heißt, man denkt nicht zu viel drüber nach, und oftmals ist das die richtige Lösung. Jetzt habe ich ungefähr schon mal, wie meine Fotos da rein sollen, und nun muss ich mir überlegen, welche Kärtchen möchte ich noch haben. Da ich alle Plätze für große Kärtchen verbraucht habe, würde ich die erstmal beiseite legen,
Wobei ich euch nochmal den Tipp geben könnte, dass ihr natürlich diese Kärtchen hier auch einfach teilen könnt in der Hälfte und dann auch nutzen könnt, um zum Beispiel hier The Best Day Ever dann mitnutzen zu können, was vielleicht auch ganz gut passt. Schauen wir mal. Und dann gehe ich tatsächlich einfach durch und sortiere erstmal, was gefällt mir gut an Kärtchen. Versuche möglichst keine doppelt zu nehmen. Das könnte von der Farbe her auch ganz gut passen. Diese Seite tatsächlich auch. Ich glaube, das wäre mir hier ein bisschen zu lila lastig. Life is an Adventure passt definitiv gut. The Sky is the Limit vielleicht nicht ganz so. Und so gehe ich nach und nach durch und überlege mir, was möchte ich dabei haben und suche erstmal grob die Kärtchen aus, die mir dazu gefallen. Das ginge vielleicht auch noch, genau. Und ihr seht, ich habe gar nicht so viel Platz mehr für Kärtchen. Eins mit der Rückseite, zwei, drei, vier Kärtchen brauche ich. Ach, das trifft sich gut, fünf habe ich hier liegen. Und das heißt, ich kann jetzt überlegen, was möchte ich haben. Hier vorne, hatte ich ja schon gesagt, würde ich gerne einen Titel oder sowas machen, beziehungsweise ein bisschen Text schreiben. Und von daher könnte ich mir das ganz gut vorstellen und packe das da erstmal rein. Und ihr seht jetzt zum Beispiel auch, dass ich einfach auch sagen könnte, ich nehme gar keine zweite Karte, weil mir diese hier vielleicht genauso gut da drin gefällt. Und dann habe ich beide Seiten genutzt. Wunderbar, ein Kärtchen weniger. Aber das gefällt mir tatsächlich so von diesem Stil her. Haben wir hier so diese Gräser und da auch. Und hier oben könnte dann zum Beispiel noch der Spruch einfach rein. Life is an adventure. Das gefällt mir. Und letztendlich gehe ich genauso vor. Ich überlege gar nicht lange, sondern guck einfach, was passt. Und hier vielleicht zu diesem Regenbogen das Gestreifte. Oder aber dieses hier. Ich würde mich tatsächlich für dieses hier entscheiden. Und ich verrate euch auch, warum. Ich möchte hier nämlich noch ein bisschen mehr schreiben. Und ich glaube, das wird hier drauf ein bisschen schlecht zu sehen. Ginge auch, weil Regenbogen und hier auch so eine Art Regenbogen würde mir sicherlich auch gefallen. Aber ich mag es lieber, wenn es ein bisschen heller ist, zum einen. Und zum anderen möchte ich da, wie gesagt, gerne noch drauf schreiben. Ihr seht, das geht rasend schnell. Und sieht so doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Und im nächsten Schritt mache ich nichts anderes, als zu meinem Stift zu greifen und das Ganze jetzt noch mit Text zu versehen. Wer, wo, wann, was, wo, wieso, weshalb, warum. Und dann ist das Ganze auch schon fertig fürs Album. Und ihr könnt natürlich, ich weiß, dass viele von euch auch sehr kreativ sind und das ist wunderschön. Ihr könnt darauf auch stempeln, kleben, gestalten, machen und tun. Aber heute sollte es, wie gesagt, erstmal um die einfachste Variante gehen. Und deshalb würde ich hier jetzt nicht mehr machen. Ich setze mich jetzt hin, schreibe meinen Text und dann zeige ich euch mein Ergebnis gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Das Schreiben geht dann doch relativ schnell von der Hand. Und ich habe jetzt einfach hier unten ergänzt, dass das halt eine ATV-Tour war im Red Rock Desert in Utah. Wann das Ganze stattgefunden hat, hier so als Einführung. Dann habe ich hier unten einfach ergänzt, wer alles dabei gewesen ist. Und habe dann hier oben den Text ergänzt. Und da habe ich jetzt noch was verändert im Vergleich zu vorher. Diese Karten waren eigentlich genau andersrum drin. Und da habe ich mir aber überlegt, dass ich das nicht so schön finde, dass der Text, was eigentlich gewesen ist, erst ganz am Ende kommt. Und habe deswegen einfach die Karten ausgetauscht. Ich finde auch hier dieses Life is an Adventure am Ende eigentlich ganz cool. Ja, und mehr war es das dann. Mehr war es dann auch nicht. Und es geht, wie ihr gesehen habt, total schnell. Alles, was ihr braucht, sind Fotos und Hüllen und ein Stift. Und so kann das Ganze dann jetzt schon in mein Album gehen und ich könnte mich schon dem nächsten wieder widmen.
Und ja, ich hoffe, dass euch die Idee gefällt. Ich hoffe, dass ihr Lust habt, das einfach mal auszuprobieren. Wenn ihr dazu Fragen habt, fragt gerne jederzeit. Ihr könnt hier kommentieren oder ihr könnt mich auch natürlich anschreiben. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr mehr sehen wollt von solchen Seiten oder halt auch großen Seiten, mehr erfahren wollt über die Art und Weise, wie ich meine Fotoalben gestalte, was ich dafür nutze und so, dann meldet euch gerne bei mir und hinterlasst mir gerne auch hier auf YouTube ein Abo, damit ihr dann keines meiner Videos verpasst. Klickt die kleine Glocke an und dann hoffe ich, dass wir uns schon ganz bald wiedersehen, wenn ich erneut Erinnerungen festhalte und euch vielleicht den einen oder anderen Tipp geben kann, wie ihr auch eure Erinnerungen festhalten könnt. Bis dahin bleibt mir nur wie immer zu sagen, bleibt gesund, munter und kreativ. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.